Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin schon wieder eine Stunde auf den Beinen. Letzten Sachen sind eingepackt. Zack, Lade zu. Und morgen Abend dürften wir dann schon Ecke Schweizer Grenze sein. Geiles Wetter, geile Berge. Der Sauerstoff wird knapp. Wir sind über den Wolken. Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind gerade unterwegs mit dem Passat auf so einem kleinen Roadtrip durch Schweiz, Italien und Frankreich. Geiler Schlafplatz für heute Abend ist gefunden. Auto müsste irgendwo da hinten stehen. Ja, mega geile Aussicht. Ich glaube, da braucht man tatsächlich echt nicht mehr viel zu sagen, Leute. Einfach mal reinziehen. Ich würde sagen, das ist echt einer der geilsten Schlafplätze ever. Wie man sieht hier, mega geile Kulisse. Ich werde auf jeden Fall mal zwischendurch so ein paar Aufnahmen von der Drohne und so weiter einblenden. Komplett umgeben hier von Bergen. Und wir haben die Nacht jetzt hier auch verbracht, in so einer alten Burgruine. Mit dabei ist übrigens Tascha, die man überhaupt nicht sieht, weil die Sonne voll entgegenspritzt. Spritzt. Die Sonne spritzt entgegen. Wie gesagt, wir haben die Nacht hier gepennt und machen jetzt alles gerade so ein bisschen wieder ready. Dachbox ist oben drauf, Mülltüte hängt noch an der Seite. Die Handtücher trocknen gerade so ein bisschen. Und ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal wieder so ein kleines Update. Ich habe ja damals gezeigt, wie ich den Passat gekauft habe und so ein bisschen fertig gemacht habe für die Touren. Ich habe mir gedacht, ich mache so ein kleines Update und zeige euch einfach mal, wie man mit zwei Leuten, wir sind jetzt ungefähr 8 oder 9 Tage unterwegs, alles an Gepäck und so weiter verstauen kann. Und wie wir so unterwegs sind. Filmt er jetzt? Weiß ich nicht. Ja, da steht eine Zahl, die geht hoch. Klasse. Wie gesagt, hier hat sich so ein bisschen was geändert. Ich habe eine Dachbox oben drauf. Ich werde euch natürlich auch noch alles zeigen, was da drin ist und so weiter und so fort. Matratze ist ausgeklappt. Wir haben jetzt hier noch eine dicke, fette Tasche drin. Die passt oben nicht mehr rein, weil dann Tasche wieder mehr mitnehmen musste, als überhaupt nötig war. Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, dass oben in der Dachbox nichts von mir drin ist. Das ist meine einzige Tasche. Nicht. Decke ist einfach viel bequemer mit Kissen als Schlafsack, deswegen so. Und die Matratze, sonst habe ich das immer alles umgeklappt, also Sitze hoch. Aber wenn man jetzt nur zu zweit unterwegs ist, ist das halt geil. Dann braucht man abends nichts aufbauen, nichts abbauen, sondern kann sich einfach reinlegen und morgens wieder aufstehen, ohne irgendwie was rumkramen zu müssen. Ja, hier an den Seiten ist so ein bisschen, ist eigentlich nicht der Rede wert. Taschenlampen, Powerbank, Verbandset, was man so braucht. Auf der anderen Seite so ein bisschen Hygiene, Tablet. Kann man abends immer noch schön ein bisschen Netflix gucken. Ja, ich weiß gar nicht, auf wie vielen Metern wir uns hier befinden. Und auf jeden Fall schlafen wir irgendwie an so einer alten Burgruine. Die sieht man, ganz gut auf jeden Fall. Und jetzt wird hier noch ein bisschen Netflix geguckt. Gute Nacht. Eine Campinglampe. Ich werde übrigens auch alles unten in die Beschreibung packen, wer sich dafür irgendwie interessiert. Und natürlich die guten alten, bewährten Badelatschen, die man morgens immer schön tragen kann. Schon besser. Als Deutscher muss man im Ausland natürlich immer einen guten Eindruck machen. Deswegen Latschen und Socken und ab ins Schwimmbad. Kommen wir jetzt zu einer kleinen Neuerung. Und zwar habe ich hier unten so ein kleines Küchenfach eingebaut. Das ist ganz geil. Zwei fette Boxen. Die eine Box, diese blaue hier, ist gleichzeitig ein portables Waschbecken. Das ist ganz cool. Das heißt, wenn man da alles rausräumt, kann man das voll machen mit Wasser. Und dann hat man so ein Waschbecken für unterwegs. Schwämme natürlich zum Saubermachen. Kochtopf, Besteck, Gewürze, Ketchup. Ich habe einen kleinen Mini-Grill. Also das ist wirklich ein ganz dekadentes Frühstück hier. Rührei am Start. Ein frisches Toast. Mit so einem Ausblick hat man auf jeden Fall nicht alle Tage, würde ich sagen. Kann man da unten auf den Gaskocher aufstellen. Sieht man, glaube ich. Ich werde aber zwischendurch auch noch, wie gesagt, so ein paar Instagram-Bilder und Stories einblenden. Oh, geiles Frühstück hier. Rührei und Waffles. Waffeln, Gas und, naja, halt Nahrungsmittel, die vorzugsweise nicht so schnell ablaufen, dass man die auch so ein paar Tage im Auto transportieren kann. Wir haben Eier. Warum grinst du so dabei? Ein Tarp kann man auch immer gebrauchen. Weiß nicht, wenn man das, also es ist eine große Plane, die kann man irgendwie spannen, wenn das jetzt regnen würde. Und dann kann man sich noch so ein bisschen irgendwie untersetzen. Eine Axt kann ich auch immer empfehlen, dabei zu haben. Man weiß ja nie, kann man in jeder Lebenslage eigentlich gebrauchen. Je nachdem, wie man gerade umbringen will, ne? Richtig, die habe ich also wirklich immer dabei. Auch wenn ich in die Stadt gehe, kann ich, wie gesagt, nur jedem ans Herz legen. Paracord kann man auch immer gebrauchen und irgendwas ist hier ausgelaufen. Das macht aber nichts, denn es steht ja im portablen Waschbecken und kann somit nichts versauen.
Wir haben eine Einkaufstüte, wir haben einen Schlafsack noch hier. Falls man mal nicht im Auto schlafen will, habe ich halt oben auch noch ein Zelt drin und dann kann man, hat man halt die freie Wahl. Ich sage immer, was sage ich immer? Besser haben als brauchen. Ich sage immer, besser haben als brauchen und deswegen hat man es dabei und wenn man mal Bock hat zu zelten, dann zeltet man. Die Drohne ist dabei. Und im Großen und Ganzen ist das eigentlich alles, was hier unten verstaut ist. Reserverad habe ich nicht, weil ich so eine Reifenfüllmasse habe, die, wenn ich einen Platten habe, kann ich die halt in den Reifen rein. Ja, ich stelle erstmal die Eier weg. Im Großen und Ganzen war es das, wie gesagt, mit dem Zeug, was hier drin ist. Dann machen wir die Klappe zu, Matratze drauf. Wunderbar. Des Weiteren ist es noch ganz geil mit dem Paracord zum Beispiel. Denn wenn das draußen jetzt mal schlechtes Wetter wäre, könnte man hier Schnuren machen. Und hier auch. Und dann im Auto seine Wäsche so hinhängen. Aber wenn das Wetter so geil ist wie jetzt, dann hängt man die Handtücher und sowas halt einfach draußen ans Auto. Und dann sind die auch meistens nach einer halben Stunde oder sowas wieder komplett trocken. In so einem Passat hat man natürlich nicht unendlich viel Platz. Und deswegen habe ich hier hinter den Sitzen, Beifahrer und Fahrersitz, solche Boxen reingequetscht. Und da hat man dann so ein Zeug drin, wo man halt regelmäßig dran muss. Unterwäsche, T-Shirts, Badehose, Handtücher. Alles, wo man halt öfter am Tag eventuell auch mal dran muss, ist hier drin gestapelt. Und der Rest an Wäsche ist halt oben in der Dachbox. Aber so hat man halt alles direkt morgens parat und abends, ohne irgendwie oben dran zu müssen. Hier ist außerdem noch so ein kleiner Luftentfeuchter drin. Weiß nicht, ob der was bringt, aber er ist halt da. Ne? Besser haben als brauchen. Hier oben ist ein kleines Wärmekissen, aber das brauchen wir im Sommer auf jeden Fall auch nicht. Taschenlampen am Start und natürlich auch so ein bisschen Pfeffer zum Würzen. Auf der anderen Seite natürlich nochmal genau das Gleiche, nur eben für eine Tasche. Wie gesagt, das ist kein Bus. Ich habe ja überlegt, auch mal mir so ein T4 oder T5 oder sowas zu holen. Bin dann aber doch beim Passat gelandet. Einfach aus dem Grund haben viele auch gefragt, warum ich das denn gemacht habe. Ich finde einfach den Verbrauch mega geil. Selbst mit Dachbox fahre ich mit 4,5 Liter auf 100 Kilometer durch die Gegend. Also echt unschlagbar. Und außerdem ist das auch für mich einfach so ein Alltagsauto. Ja, ich reiß da alles runter, Dachbox, Sachen raus und so weiter und so fort. Ey, wehe, die sind jetzt laut. Mann! Ich film hier. Hallo. Ich reiß da den Dachgepäckträger runter, ich hau alles raus und dann ist es einfach ein Auto, mit dem man auch ganz normal im Straßenverkehr rumeiert. Und gleichzeitig hat man halt trotzdem echt viel Verstaumöglichkeit und kann drin schlafen. Und das finde ich einfach geil und hat mich so zugebracht, keinen Bus zu nehmen, weil der für mich für den Alltag einfach ein bisschen zu umständlich ist. Ich möchte nicht immer mit so einem dicken Bus rumfahren. Deswegen ist das für mich die perfekte Lösung. Mit den Taschen hinten hat man vorne nicht mehr so viel Beinfreiheit, aber wir beide sind nicht gerade die Größten und deswegen passt das eigentlich optimal. Hier ist noch ein kleines Handschuhfach. Da ist so ein bisschen Krempel drin hier, Süßigkeiten, so ein bisschen was für unterwegs, Ladekabel und so weiter und so fort. Hier unterm Sitz haben wir noch so eine kleine Wolldecke versteckt. Und zu guter Letzt haben wir hier oben noch die Dachbox, wo noch einiges reinpasst. Hier stehen Schuhe, Wanderschuhe, falls man nochmal andere braucht, Dreckwäsche. Hier sind Isomatten drin, wie gesagt, Zelt ist ja auch dabei. Liegt übrigens da hinten auch eingequetscht in die Ecke. Falls man doch mal Bock hat, eben zu zelten, Schlafsack, Isomatte und so weiter, alles dabei. Eine Jacke, bzw. Jacken. Hier noch zwei Taschen mit Wäsche jeweils für mich. Und für dich, da unten. Hi. Stativ ist dabei für die Kamera, Campingtisch, zwei Campingstühle. Und ja, das ist eigentlich alles, was hier oben drin ist. Und damit ist das Ding auch relativ gut beladen. Und eigentlich hat man auch echt so ziemlich alles dabei, was man braucht. Was bei dem Auto natürlich so ein bisschen schwer ist, es ist kein Geländewagen. Deswegen sind solche Wege wie hier Schotter. Es geht noch gerade, aber teilweise muss man echt langsam fahren. Wir haben hier übrigens direkt neben so einer alten Burgruine geschlafen. Richtig mit so einem Festungsgraben. Also so eine richtig alte Ruine hier. Und zwar haben wir den Schlafplatz nämlich über so eine App gefunden, die ich eigentlich immer benutze. Das ist jetzt keine Werbung für die App oder so. Aber auf der Suche, also wenn wir unterwegs sind auf Tour, benutze ich die App und eigentlich alle anderen, die ich so kenne, auch, um coole Schlafplätze unterwegs zu finden. Park for Night, da könnt ihr dann einfach GPS anmachen, Karte. Und je nachdem, wo ihr dann gerade seid, könnt ihr einfach durch die Karte zoomen, Ergebnisse anzeigen. Und er zeigt euch dann halt echt Schlafplätze bzw. Vorschläge mit Bildern, Bewertungen teilweise und so weiter und so fort. Und so schauen wir dann einfach immer, was ist in der Nähe, was sieht cool aus und fahren dann einfach hin. Guck mal, jetzt wird das hier noch so ein kleines Lost Place Video gleichzeitig sogar. Das ist echt geiles Gelände, ne? Total verwachsen. Und das Geilste, sag ich mal hier dran, ich meine, die Gebäude sind relativ verfallen, aber die Lage, Leute. Wir sind hier, ich würde schätzen, auf etwas über 2000 Meter Höhe. Nachts war noch richtig, also wir standen mit dem Auto in Wolken. Du hast echt nichts mehr gesehen. Nehmt euch in Acht, denn der Nebel kommt. Ich würde euch ja gern so ein bisschen den Ausblick zeigen, aber die Sicht ist gerade ein bisschen
beschränkt. Ich weiß gar nicht, auf wie viel Meter Höhe wir sind, wie hier. Alter. Alter, habt ihr das gehört? Frech. Wenn ihr übrigens mal Bock habt, dass wir so ein paar alte, verlassene Burgruinen, Schlösser oder sowas hier, vielleicht auch im Ausland, Italien, Frankreich und so weiter, erkunden, dann lasst doch mal ein Like da und schreibt's in die Kommentare. In dem Sinne würde ich sagen, war's das auch wieder mit diesem kleinen Video an der Stelle. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja noch ein paar coole Vorschläge, was man verändern kann, was man verbessern kann oder was man unbedingt braucht, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Und in dem Sinne würde ich sagen, war's das mit diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein! But don't get left behind on the road.